Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es mal einen Squad Builder für euch. Und falls ihr mehr Squad Builder haben wollt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, für wie viel Coins wir den nächsten Squad Builder bauen sollen. Das heißt, wie viel das nächste Team kosten soll. Also haut einfach mal eure Coinsmenge in die Kommentare. Und ja, Freunde, heute haben wir ein 650k NLW Squad am Start. Also das kostet auf der PlayStation 4 650. Ich weiß nicht genau, was es auf der Xbox One kostet oder auf der PS3 oder Xbox oder PC. Auf jeden Fall kostet es auf der PS4 circa 650 Coins und es ist sogar No Links Wasted, allerdings ist es ein Einliegen-Team. Und für alle, die nicht wissen, was No Links Wasted heißt, ich habe da mal ein Video dazu rausgehauen, checkt das gerne mal ab. Ich habe euch das Ganze noch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, das heißt eben auf jeden Fall kurz und knapp gesagt, dass man keine Links verschwendet. Also ein Einliegen-Team, und zwar haben wir heute ein Team mit der Liga Santander, La Liga Santander. Und das ist auch mein Team, mit dem ich die Foot Champions Qualifikation direkt geschafft habe. Beim zweiten Versuch war das. Beim ersten Versuch bin ich im Halbfinale rausgeflogen. Beim zweiten Versuch habe ich dann im Finale sogar 4:0 gewonnen mit diesem Team. Und ja, dann gehen wir hier direkt weiter. Also Oblak im Tor. Oblak ist eine richtig starke Karte. Den kann ich euch echt nur empfehlen. Dann geht es weiter mit Felipe Luis. Der gefällt mir auch ganz gut. Ist ein solider Linksverteidiger. Unauffällig, aber auf jeden Fall sehr stark. Dann gehen wir weiter mit Varane in der Innenverteidigung. Und hier könnt ihr natürlich auch Godin hinstellen. Aber ich habe jetzt Varane und Garay hingestellt. Denn mit denen bin ich eben ins Finale gekommen. Als ich mit Godin gespielt habe, bin ich, wie gesagt, nur ins Halbfinale gekommen. Deswegen habe ich das Ganze jetzt einfach mal so gelassen. Ich finde, Varane ist richtig, richtig stark. Garay ist auch ein guter Innenverteidiger. Hier könnt ihr aber auch Laporte oder so hinstellen. Dann ist das Team aber nicht mehr No Links Wasted. Aber wenn euch das eh nicht wichtig ist, dann könnt ihr hier eigentlich jeden Innenverteidiger aus der La Liga hineinsetzen. Und dann gehen wir weiter zum Rechtsverteidiger und schließen somit die Verteidigung ab. Und da könnt ihr Carvajal oder Juanfran nehmen. Ich habe Juanfran genommen. 84er Tempo, 79 Defense, 79 Physis. Das ist auf jeden Fall ein starker Rechtsverteidiger. Gehen wir weiter zum zentralen Mittelfeldspieler, zum ersten. Und zwar ist das Gomez von Barcelona. Ich finde, der hat richtig, richtig gute Allround-Werte. Viele haben den nur geholt aufgrund der 84er Investment-Tipps und so weiter und so fort. Aber ich finde, der ist richtig, richtig stark und deswegen kann ich euch den nur empfehlen. Dann gehen wir weiter zum nächsten Spieler und den habt ihr schon gesehen. Es ist Thuram. Hier könnt ihr auch Rafinha spielen lassen. Den habe ich auch ein paar Mal schon eingesetzt, sage ich mal. Der ist auch nicht so schlecht. Aber ich finde Thuram dann doch ein bisschen besser. Der hat mir im Finale einfach mal 3 Tore gemacht. Der hat einen Hattrick gemacht. Das war unfassbar für alle, die im Stream dabei waren. Ihr habt das ja eh gesehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter mit dem linken Flügel. Und zwar habe ich da zuerst Carrasco gehabt und jetzt habe ich mir Nani reingebaut. Ihr habt gemeint, Nani ist ein bisschen stärker und den habe ich jetzt auch ausgetestet und ich finde Nani auch ein bisschen stärker als Carrasco, muss ich sagen. Nani hat natürlich auch 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot und sonst saugute Werte natürlich. Carrasco hat 4 Sterne Skills nur, aber dafür ein höheres Tempo. Und ja, dann gehen wir weiter mit dem Stürmer. Und zwar haben wir hier den guten alten Ben Yedder oder Pato. Ich habe jetzt in diesem Fall Pato genommen. Ich finde Pato einfach sau stark. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel Bakambu dort spielen lassen. Den haben mir auch viele Leute empfohlen. Aber ich bin mit Pato eigentlich ganz zufrieden. Und solange der seine Tore macht, werde ich den auf jeden Fall nicht auswechseln, sage ich einfach mal. Und ja, dann kommen wir zu den zwei Sahnehäubchen des Teams, zu den zwei besten Spielern des Teams. Und zwar ist das zum einen eine Special Card, und zwar Fajr, oder wie man den ausspricht, als Man of the Match. Und der hat zwar nicht die krassesten Werte, ist aber mega, mega stark. Also der hat einen wunderbaren Schuss, das muss ich echt so sagen. Und 22 Spielen hat er einfach mal, beziehungsweise in 8 Spielen in meinem Verein hat er 5 Tore gemacht. Das ist wirklich nicht schlecht für einen ZOM. Und deswegen kann ich euch den nur empfehlen. Der kostet halt auch nur 12.000 Münzen. Also das ist echt ein Schnäppchen für so eine interessante Karte. Und ja, dann kommen wir zum letzten Spieler und viele von euch wissen schon, wer das ist. Und zwar ist das natürlich der einzig wahre Gareth Bale von Real Madrid. Den hatte ich ja im Free Pack, beziehungsweise in einem Pack, wo die Spieler untradable sind. Das ist einfach ein unfassbar guter Spieler. Hier könnt ihr natürlich auch Wähler hinstellen oder so. Dann kostet euer Team natürlich direkt mal 600k weniger. Aber Bale ist eine wahnsinnig geniale Karte. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ja, Freunde, dann ist das eigentlich auch schon das vervollständigte Team. Falls ihr Gameplay sehen wollt, schaut euch einfach die letzten Streams an, die ich auch auf YouTube wieder hochgeladen habe. Da könnt ihr dann ein bisschen Gameplay sehen. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so wichtig. Und ja, Freunde, falls ihr mehr Squad-Bilder haben wollt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, für wie viel Coins wir das nächste Squad bauen sollen. Und ja, dann war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, checkt meine Partner in der Videobeschreibung ab und dann sage ich auch schon den Ciao Leute, FIFA Stars.